angreifen, da rebellierten sie. Sie haben sich ihm widersetzt und ihm vorgeworfen, er sei ein Treuloser, der den Glauben an den Islam verloren habe, ein Weltlicher geworden oder so etwas. Sie sagten, warum schickt Bin Saud seine Kinder, seine Söhne ins Ausland, nach London? Das ist gegen den Islam. Warum bekommen wir all diese neuen Technologien, Rundfunkstationen und so weiter? Das ist gegen den Islam. Wenn Sie diese Dinge betrachten, dann waren das alles Hindernisse für das Vorhaben von Bin Saud. Also sagte er, das kann ich nicht akzeptieren, das passt nicht in meinen Plan. König Abdelaziz befindet sich in einer unmöglichen Lage. Um sein Ziel zu erreichen und aus Saudi-Arabien einen modernen Staat zu machen, muss er die Ikhwan unterwerfen, die an seiner Seite gekämpft hatten. Aber wie kann er, der Verteidiger des Islam, guten Gewissens gegen andere Muselmanen in den Krieg ziehen? Die einzige Möglichkeit besteht darin, die Ulema, jene hohen religiösen Würdenträger, zu gewinnen, die als das moralische Gewissen des Königreichs gelten. Er wandte sich an die Religionsgelehrten und bat sie, zwischen ihm und diesen Menschen zu vermitteln. Die Gelehrten nahmen Einblick in die islamische Scharia und gingen den Koran und die Hadithe durch. Sie kamen zu dem Schluss, dass der König Abdelaziz im Recht war. Sie erließen dann dieses berühmte Rechtsgutachten, demzufolge sie, die Stämme, im Unrecht waren und beschieden ihnen, dass sie kein Recht hätten, sich dem Herrscher zu widersetzen. Von diesem Moment an veränderte sich die Rolle der Ulema. Sie wurden fast zu einer politischen Kraft, die benutzt werden konnte, um die Politik zu beeinflussen. Das war der entscheidende Augenblick im Jahre 1927. Inzwischen haben die saudischen Monarchen in der Kunst der Kompromissbildung Fortschritte gemacht. Die Unterstützung der Ulema, der Religionsgelehrten und ihre Macht, Fatwas auszusprechen, bleibt jedoch der Eckstein des saudischen Regimes. Die Ulema geben König Abdelaziz grünes Licht, die alten Verbündeten zu bekämpfen. Die Ikhwan werden geschlagen, nicht aber ausgelöscht. In jedem kritischen Moment des königlichen Lebens wird diese radikal-islamistische Strömung wieder in Erscheinung treten. Der Weg ist frei. Abdelaziz kann sein ambitioniertes Vorhaben weiter verfolgen. 1932 gibt er dem Königreich den Namen seiner Familie. Saudi-Arabien ist offiziell geboren. Diese Wüste von Stämmen vereinigt zu halten, ist keine einfache Aufgabe. Abdelaziz bedient sich der Strategie der Heirat. Der König heiratet die Tochter des Stammesfürsten aus jedem der ihm unterworfenen Stämme. Auf diese Weise hat er 45 legitime Söhne. Alle Königsnachfolger sind Söhne des Gründers. Um einen Staat auf Sand aufzubauen, benötigt man sehr viel Geld. Die einzigen Einnahmen des Königreichs fließen aus einer Vorsteuer, die die Mekka-Pilger bezahlen müssen. Und das ist wahrhaftig nicht genug. König Abdelaziz war in der Wüste und sah diese alte Frau. Die alte Dame weinte. Und er fand heraus, dass sie nichts, aber auch gar nichts besaß. Er hatte unter seinem Autositz immer einen Sack voller Geld, denn die Menschen waren arm. Und es gab kein System der Geldverteilung. Es gab noch gar kein System. Also griff er in diesen Sack mit ungefähr 50 Rials, nahm eine ordentliche Summe heraus und gab sie der alten Dame. Die Frau warf sich auf den Boden und fing an zu beten. Sie sagte, möge Gott die Schätze der Erde für dich öffnen. Und das, bevor das Öl entdeckt wurde. König Abdelaziz weiß, dass seine Nachbarn und insbesondere die Iraner und Kuwaiter Öl entdeckt haben und daraus große Reichtümer beziehen. Aber die Ölgewinnung birgt Risiken. Gewinne sind nur möglich, wenn man ausländischen Gesellschaften die Türen öffnet, also Nicht-Muslimen. Der König kennt sein Volk nur zu gut. Er weiß, dass er nicht riskieren darf, den Zorn der Ulema auf sich zu ziehen. Mit ihnen muss er sich gutstellen.
Der König holte Firmen ins Land. Einer der Gelehrten gab zu bedenken, dass König Ibn Saud gegen den Islam verstoße. Als der König davon erfuhr, ließ er die Gelehrten zu seinem Hof kommen. Ich möchte, dass ihr mir ein Beispiel nennt, warum ich es nicht tun sollte. Beweist es mir, sagte er. Prophet Mohammed hat Juden angestellt, er hat Christen beschäftigt. Er hat nicht gesagt, das sind keine Muslime, ich darf keinen Kontakt mit ihnen haben, ich darf sie nicht anstellen. Hat der Prophet sie nicht beschäftigt? Die Gelehrten sagten, doch. Da sagte er, ich mache nichts anderes. ...1933 beginnen die ersten ausländischen Gesellschaften, den Untergrund des Königreichs zu durchforschen. Als es darum geht, Konzessionen zu erteilen, amüsiert sich der König Abdelaziz nicht wenig darüber, welcher Nationalität die konkurrierenden Gesellschaften angehören. Sobald es ans Zahlen geht, bekunden die Briten, die Japaner und andere ihr Interesse. Aber die Amerikaner sind die Ersten, die Geld auf den Tisch blättern. Die Arabian American Oil Company oder Aramco wird 1933 mit dem Ziel gegründet, das saudische Öl zu gewinnen und zu verkaufen. Aktionäre sind die vier mächtigsten Ölgesellschaften Amerikas. Die ersten Löcher blieben trocken und es stellte sich die Frage, warum sollen wir hier weitermachen? Sie wurden angewiesen aufzuhören, aber sie lasen ihre Briefe nicht oder wie auch immer und dann fanden sie Öl. Dieses Bohrloch ist heute noch in Betrieb. Als König Aziz das erste Ölfeld eröffnete, war er überrascht von dem Schwefelgeruch. Sie erklärten ihm, Eure Majestät, so riecht Öl, so riecht der Schwefel im Öl. Ach so, dann möchte ich mehr davon riechen. Let me smell more of it. Als die Amerikaner mit Aramco in die östlichen Provinzen kamen, mussten sie in einem gemischten Gebiet leben. Innen hatten sie ihre eigenen Lebensbedingungen wie in den Vereinigten Staaten. Draußen mussten sie mit den Saudis in deren Tradition zusammenleben. Sie bauten diese Camps und das war etwas Neues für uns. Klimaanlagen waren neu für uns. All diese Dinge. Und ein guter Zug von Aramco war, dass sie sie mit uns teilten. Wir bekamen Konservendosen. Das hatten wir damals noch nie gesehen. Wir haben uns darum geprügelt, denn sie dienten uns Kindern als Spielzeug. Deshalb haben wir uns immer gefreut, wenn die Amerikaner kamen. Und besonders über das Kaugummi. Ich meine, Kaugummi hat viel dazu beigetragen, dass wir sie mochten. Ich kann mich daran erinnern, als wir den ersten Kühlschrank bekamen. Aramco verteilte sie an einige Personen und mein Vater war einer von ihnen. Wir Kinder saßen davor, um zu sehen, wie Wasser in Eis umgewandelt wurde. Und das dauerte bestimmt mindestens 16 Stunden. Es dauerte natürlich deshalb 16 Stunden, weil jedes Mal, wenn wir den Kühlschrank öffneten, die Kälte entwich. Für uns war es Magie, als wir einen Eiswürfel sahen. Wir kannten den Begriff Technologie nicht. Wir dachten nur, das ist anders. Das ist amerikanisch. Vor 1945 war der Zugang zu billigem Öl für die amerikanische Regierung kein zentrales Thema. Das ändert sich gründlich durch den Zweiten Weltkrieg. Bei Kriegsende wird das Öl auf die Prioritätenliste der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten gesetzt. Franklin Roosevelt erachtet den saudischen Monarchen von nun an als wichtigen Verbündeten, den es zu pflegen gilt. Franklin Delano Roosevelt war in Yalta und beschloss auf seinem Rückweg, König Abdelaziz zu treffen, um ihn für seine Unterstützung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg zu danken.
Ein verschlüsseltes Telegramm von Präsident Roosevelt traf ein, in dem er den Wunsch äußerte, König Abdel Aziz zu treffen. Es folgten Kontakte, die geheim blieben. Erst nachdem das Schiff abgelegt hatte, ging Abdallah